Seite, dann Jolly Boy, Iniesta und ganz außen kommt jetzt Avorio so richtig ins Rollen. Jolly Boy in der Bahnmitte mit Dutch Lady, die wird müde, außen ist es Iniesta, Avorio, Rock Charm an der Innenseite wehrt sich, Jolly Boy geht nach vorne, Jolly Boy, Iniesta an der Außenseite versucht das Blatt nochmal zu wenden, aber Jolly Boy ist vorne mit Eva Maria Zwingelstein und die wird auch gewinnen. Jolly Boy gewinnt hier vor Iniesta. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, ich bin froh, dass er jetzt gewonnen hat. Er stand ja eigentlich auch zum Sieg. Wir hatten aber gedacht, dass der Boden, weil er schon extrem schwer ist, also nicht weich, für meine Verhältnisse war nicht schon von weich bis schwer, dass uns eventuell der Boden einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Aber wie man sieht, hat ihn das heute überhaupt nicht gestört und hat gekämpft. Und es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg für das Pferd. Ja, beim Aufgalopp hat er sich beim Anhalten, wie ich ihn dann anhalten wollte, habe ich gemerkt, hat er sich von hinten nach vorne das Eisen so ein bisschen verbogen. Und habe ich gleich nachschauen lassen, war etwas verbogen und hat mal ein bisschen dran geklopft und zum Glück kein Nagel rausgerissen. Und wie man sieht, war noch alles okay. Und Ihre Siegserie, wie erklären Sie sich die im Moment? Ich weiß es nicht. Glück. Einfach nur Glück und die Chancen, wo ich bekomme, versuche zu nutzen. Und immer viel Disziplin natürlich. Ruhe bewahren vor allen Dingen. Na, und ja, ich denke mal, ich weiß nicht. Manchmal glaube ich selber nicht, muss ich ehrlich sagen. Wie geht es jetzt weiter für Sie? Ja, jetzt werde ich weiter. Jetzt bin ich nächste Woche in Krefeld. Und wird versuchen, so weiterzumachen, wie es bisher gelaufen ist. Ja, mal schauen.